Saugt bekommt man nebenbei weg, wenn man sich, glaube ich, an ein Feuer stellt. Aber jetzt muss man ja aufpassen, man darf nicht mehr ins Feuer rein, weil sonst verbrennt man sich. Ab dem neuen Patch. Habe ich mitbekommen. Also Wenn. man kann überhitzen und Fieber kriegen und so ein Scheiß. Genau. Also wenn man sich natürlich unterkühlen kann, dann kann man auch zum Beispiel sich am Feuer irgendwie verbrennen oder. Ja. Ergibt eigentlich keinen Sinn, dass man sich überhitzen kann. Werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn der Obwohl, Patch ich ist, kann's. dann machen wir Lava und setzen uns einfach mal rein. Ich kann es mir eigentlich vorstellen, wenn die Sonne scheint, man die ganze Zeit läuft, aber das nennt sich ja Dehydrieren. Gibt es ein neues Dehydrieren-Game und sowas? Wie genau es funktioniert, sehen wir ja dann. Das Jetzt können Komische wir ja nur ist, spekulieren. dass der sagt jetzt, oh warte, der sagt jetzt, dass alle meine Kleider durchgenässt sind. Finde ich ein bisschen blöd, weil ich ja eigentlich nur mit den Füßen und vielleicht mit der Hose noch drin war. Meine Hose wird ja gar nicht angezeigt. Gibt es hier keine Hosen mehr? Ach doch, hier, meine Jeans. Sah irgendwie aus wie, ja, die Schuhe. Jetzt sind meine nur noch wett. Mein Charakter ist wett. Oha. Ich war ganz kurz AFK, ich muss mal gucken, ob ich mein Fenster auf habe. Nein, Fenster ist zu. So, sorry für die kleine. Oh, lauf, 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 lauf. Zombie. Du Oh, scheiße, blutest. Güte. Ich werde den töten. Nimm dein Hemd, mach das schon mal kaputt, weil ich blute auch. Der glitscht hin und her. Also bisher war es wirklich so. Moment, wie mach ich das? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ich muss ganz schnell auf den Desktop. Muss Maustaste 5 aktivieren. Wir haben 2 Uhr morgens und die Besoffenen singen hier wieder. Kotzt mich wieder an. Hast du noch eine Bandage? Ja, ich bin natürlich. Was habe ich denn? Ich habe Water Purification Tablets und ich habe Painkillers. Starting to bandage Mucka. Und ich esse jetzt meine Fresh Zucchini. Maschinen. Glaube ich, jetzt gegen 3 Zombies gekämpft und jeweils dreimal geblutet. Also gegen 4 Zombies. Die 2 Militärzombies zähle ich jetzt mal als ein Pack beim Bluten. Ich habe mich kurz vor der Aufnahme in der Stadt nämlich auch schon mal gekämpft und da habe ich auch geblutet. Weißt Mit dem du, Bluten was geht mir so extrem auffällt? schnell. Was denn? Standalone ist einer der wenigen Spiele, wo die weiblichen Charaktere keine Riesenhupen haben. Muss ich mal hingucken. Zeig mal. Man erkennt, dass es eine Frau ist, aber nicht so Riesendinger. Vor allem eine asiatische Frau. Das stimmt aber allerdings. Was zurzeit auch für mich ziemlich interessant ist an Themen, das ist Arma 3 Epoch. Zurzeit einige Leute sagen einfach, ich soll die ganze Zeit Arma oder ich soll mal Arma 3 Epoch bringen. Die Sache ist Ich habe nur. davon heute mal einen Stream geguckt. Ja? Ja. Da einer unserer Zuschauer, der das heute gestreamt hat, ein paar Ja, der Keys Motoko war rausgehauen. das, ne? Genau. Ja. Die Sache ist nur, da gibt es keine Zombies. Das, Ja, da was da gibt's so ein als Monster. Zombies, ja eben, das, was da als Zombies gesetzt ist, sind Monster, die zum Teil explodieren und hast du nicht Ja. gesehen. Finde ich irgendwie Habe ich heute im absolut. Stream gesehen, so. Er schießt so ein Monster so, auf einmal explodiert das und der hat sich voll erschrocken, so. Und sagt so, oh, neuerdings explodieren die ja auch. Ja, das finde ich irgendwie, weiß nicht. Finde ich ein bisschen uncool. Ja, ich sah lustig aus, so. Nur halt wenig Angriffe und halt auf Altes und auf einer so großen Map. Weiß nicht. Die Map ist irgendwie schon fast zu groß. So, das jetzt hier, es war Lutz-GA oder so. Ey, du kannst doch mal hier das Schild lesen. Komm, hier. Das Schild kann ich lesen. Okay, können wir mal gucken.
Was steht hier? Svetlojarsk. Die Stadt gibt es sogar wirklich. Echt? Hm? So, wir looten hier, sagst du? Ja, wir laufen mal durch die Häuser. Wir hoffen, uns kommt kein böser Bandit entgegen. Tötet uns. Gehst links Black durch, ich geh Shirt. rechts durch. Jo. Wenn du Shirts findest, nimm die mal. Und turn die into Rags. Ja. Boah, ich wurde fast von der Tür getötet. Wenn es realistisch wäre, dann wäre ich gestorben. So, da meine Boots wet sind, habe ich die jetzt gewechselt und sind immer noch wet. Ich weiß es nicht. Also man muss anscheinend die ganze Kleidung einmal dafür auswechseln. Nee, die wird nach einer Zeit auch trocken. Meine war Okay. ja vorher soaked und jetzt bin ich nur noch feucht. Okay, ja, Deswegen ist bei. eben dieser Witz, weißt du? Ja. Mein Ja, Charakter ist okay. nur noch feucht. Was haben wir hier? Hier ist was zu essen. Essen natürlich immer mitnehmen. Geilste wäre, wenn wir Taschen finden. Was haben wir hier? Ja. Oh, hier ist was versteckt. Ein Swearing Kit. Okay, machen wir das mal. Das kann ich nicht benutzen, um die Jacke wieder ganz zu machen. Die Jeans wieder ganz zu machen. Und natürlich die Hosen, denn jetzt ist alles wieder Badly Damaged. Wieso? Ach, kann ich nicht drauf benutzen. Ich kann damit keine. Ja, dann lasse ich das liegen. Damit kann ich nicht meine Kleidung verbessern. Oder zumindest ganz machen. Schade. Ich dachte, ich würde jetzt hingehen und einfach mal so. Hallo, Tor, aufgehen. Ich dachte, ich könnte damit die Kleidung pristine machen. Damals hat es immer sowas geklappt. Aber anscheinend gibt es dafür auch gewisse Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Vielleicht eine bestimmte Art von Kleidung. Vielleicht darf die Kleidung nicht fett sein. Ich weiß es nicht. Ein Rucksack, aber leider ein kleiner. Ich bin wieder hungry. Ich habe doch eben erst gegessen. Wie viel ist denn der? Ich Ich hab hier esse so einen jetzt einfach nochmal. Schulrucksack. Eat all. Ja, wenn du so Dosen essen, tu dir mal am besten direkt essen. Ja, wir müssen aber ein bisschen aufsparen. Damals habe ich mal eine Reisdiät gemacht, also wirklich nur Reis gegessen. Dann davon, oh, das ist gut. Zack und zack. Ich habe neue Hosen gefunden, die größer sind. Ich bin hier in der Schule oder so. Mega groß. Damals habe ich immer nur Reis gegessen, denn dann hattest du die Eigenschaft, dass du dich gesund ernährst. Dann hattest du da immer stehen, healthy. Nee, war das healthy? Ich weiß es nicht gar nicht. Hier sind Garagen. Ich schau mal, ob ich hier in den Garagen sollten ja Militär-Items droppen. Ach, das ist ja, was ich sagen wollte. Oh, Black Shirt Jacke. Ja, komm, nimm mal die mal mit. Nee, nimm mal die nicht mit. Die sieht ja scheiße aus. Der Loot soll besser respawnen. Also der Loot verschwindet, der bleibt nicht mehr bis zur Unendlichkeit und der respawnt auch. Das ist natürlich eine ganz gute Eigenschaft. Und wir achten Stimmt hier wohl. gerade absolut null eigentlich, ob hier noch jemand anders ist, aber ich riskiere es einfach. Ich hoffe einfach, dass die Leute friendly spielen. Vielleicht ist jemand dabei. Noch haben wir eh nicht groß die Wahl, irgendwie zu wehren. Meistens ist es ja. Ach, guck mal, die sehen sogar besser aus. Meistens ist es ja so, dass, sag ich mal, die bösen Spieler erst später kommen. Weil am Anfang haben die A entweder keine Waffen. Oder B. Sie haben keine Waffen. Nee, weil hier am Spawn, weiß nicht, wenn man stirbt, ist nicht schlimm, du spawnst ja so gut wieder hier, ne? Aber wenn du, sag ich mal, weiter im Nordwest-Airfield bist oder sowas, mega weit vom Spawn bist, da bist du dir nicht sicher, ob du friendly spielen willst. Und dann gehst du eigentlich immer lieber auf Nummer sicher. Was die auch einführen sollten, meiner Meinung nach, ist, wenn du isst, dass du dich heilst. Das war bei der das war bei der DayZ-Mod so. Ich weiß nicht, ob das hier so ist. Hier gibt es zwar keine Blutanzeige, aber es wäre halt extrem cool, wenn man sich heilen würde. Lass uns mal einfach durchlaufen, Perry.
sind hier zu viele Gebäude, die man looten kann, weil sonst dauert das Ganze zu lange. Ich schaue aus, oder ich halt Ausschau nach einem Militärgebäude oder Polizeigebäude. Hier ist auch eins. Lauf mal die Straße so lang entlang, bis dort eine Kreuzung kommt und an der Kreuzung findest du ein Militärgebäude, so eine Polizeistation. Da bin ich drin. Ja, ich bräuchte halt Essen oder Trinken, ganz. Oh Gott, Zombie. Junge, weißt du, was die da schreien? Die schreien, hey, 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 aufwachen und klopfen an irgendwelche Fenster, Junge. Was für Ghetto-Kinder, ey. Wer wo? Bei jeder Nachbarn oder Ja, wie? ja. Ja, also ist schon weiter weg so, weißt du, aber ich habe, glaube ich, im Wohnzimmer, also ein Zimmer weiter noch Fenster offen. Sehr professionell. Und ja, wer kann einfach vorahnen, dass zwischen 2 und 3 Uhr morgens einfach irgendwelche Besoffen hier durch die Gegend gümmeln. Was ich nicht mag, sind besoffene Menschen, die sich nicht unter Kontrolle haben. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Und ich finde hier nicht ein Militär-Item, ne? Ich finde nichts zu essen oder zu trinken, ob ich dringend was brauche. Ich habe eine Bibel gefunden. Kann man als Feuerholz benutzen. Oh, das Zum ist viel zu Anzünden. viel. Ich habe echt nur Essen gefunden. Banane. Ich Die noch kann nicht ich mal ja essen. essen. Die ist zwar Bad Banane, aber ich esse die einfach. Weil die nicht vergammelt ist. Die ist einfach nur badly damaged. Hat mal jemand vielleicht draufgetreten oder so? Kennst du die 3-Sekunden-Regel? Ja, klar. Haben wir damals in Übrigens der auch bei Schule dem immer gemacht. Militärgebäude. Hallo, Nein. warte, Niemand, du nicht hast immer eine eine Waffe Wasche gefunden. überall. Jojo. Nur eine Bow. Okay, ja, die habe ich auch. Die tötet Zombies mit 1 oder 2 Hits. Die ist echt gut. Kann ich nur empfehlen. Hier ist Ich noch habe eine auch einen kleinen Paprika. Rucksack gefunden. Nehmen wir noch die Paprika mit für Quass. Okay, dann können wir auch weitergehen, weil ich höre wieder Zombies. Ich bin nur am Verhungern. Ich hab genug mit, komm einfach mit. Lauf weiter den Weg entlang. Wir schauen uns mal, wo die Straße einfach noch hinführt. Alles In den klar. Gebäuden wird später Industrial-Zeug spawnen. Da bin ich auch schon gespannt. Also wenn es Autos gibt, da sind ja aus Arma 2 die Industrial-Gebäude. Da wird dann auch sicher bei Arma, oder was ist Arma 3, wir spielen ja bei der Standalone, werden da auch Industrial-Sachen kommen. Da oben ist eine Scheune. Sieht auch cool aus. Und da müsste schon das Airfield sein. Wollen wir das auf. Komm, wir gehen aufs Airfield. Ich leg dir mal hier was zu essen hin. Sollst dir wieder was Gesundes essen. Aromasan. Nee. Toilettenpapier. Weißt du, was das Lustige ist? Bisher ist Was denn? alles auf Russisch, ne, mit kyrillischen Zeichen geschrieben. Die Werbung hier ist aber auf Russisch, nur halt mit den normalen Zeichen halt hier. Toilettenpapier. Da kommt ein Papier. Zombie. Okay, dann lass schnell weiterlaufen. Wir machen diese Taktik einfach drüber hüpfen. Ach, da können wir sogar drüber laufen. Hier ein paar Autos. Voll unlogisch. Was war das für ein Dann. Geräusch? Ich weiß nicht, war das bei dir oder bei mir? Es kam von der Tankstelle. Ja, das meine ich auch so, ne? Hat da einer geschossen? Das könnte am Airfield sein, dass da einer geschossen hat. Komm mit, wir Jetzt ist laufen weiter. sich. Ich war mir gerade nicht sicher, weil ich habe seit heute neue Nachbarn. Und die haben halt den ganzen Tag gehämmert. Und gerade hat es wieder so geklopft, so dumm, dumm. Und ich habe überlegt, 2 Uhr morgens. Der hämmert nicht ernsthaft, so kann er nicht klingen. Ja, das Ich war nicht meine. dein Nachbar. War hier Okay. hingehen. Könnte vom Airfield kommen, wenn da jemand 4 Schüsse abgegeben hat. Genau, die Sounds sollen im 0.49-Patch auch geändert werden, also gefixt werden. Dann soll man nicht dieses Random, weißt du, wenn du irgendwo bist, dass du auf einmal so Zombie-Geräusche hörst. Sowas soll nicht mehr vorkommen. Wird sehr angenehm.
Aber das sind Sachen, die sagen die immer. Also, die haben auch öfters gesagt, man kann nicht mit durch Wände glitschen, ne? Und wir haben bisher, glaube ich, bei jeder Aufnahme oder bei jedem Stream irgendwie Leute gesehen, die durch die Wände glitschen. Das ist also immer so eine Sache. Wir werden es jetzt einfach mal riskieren. Wir laufen zum Airfield. Und gucken, was da so abgeht. Ich bin mir gerade gar nicht Ich sicher, ob es das Airfield. Also laut der Antenne müsste das das Airfield sein. Was mir an der Standalone am meisten Spaß macht, das ist dieses Looten von neuen Items. Dass man einfach nicht weiß. Vor allem, es gibt noch so viele Sachen, die wir ausprobieren müssen, wie zum Beispiel Angeln, das Kochen müssen wir nochmal machen. Wir müssen Bogen bauen, Armbrüste, Bolzen, Pfeile, hast du nicht gesehen? Das sind alles Sachen. Es gibt so viele Sachen, von denen wir noch gar nichts wissen. So oft ist ein Zombie hinter dir. Versuch mal hinter so, oder den hier abzuschütteln, in dieser Tannenreihe. Das war ja bei Arma 2 immer so. Der einzige Weg, wenn du keine Waffe hattest, war den Zombie irgendwie entweder in Gebäuden abzuschütteln oder in Tannen. Und ich finde das auch bei Arma 2 eigentlich ganz gut umgesetzt. Ich glaube, wenn es die Desyncs nicht gäbe bei Arma 2, dann wäre Arma 2 ein mega geiles Spiel. Ja. Boah, ich finde diese, wenn da so ein Licht durch die Bäume durchscheint, das sieht so mega aus im Haus, ne? Ja, definitiv. Grafiktechnisch ist die Standalone schon mega geil. Und ist immer noch hinter mir. Ja, sonst lauf einfach den Berg hoch. Wir werden ihn gleich schon. Wir können ihn auch einfach kaputt schlagen, nur dann bluten wir wahrscheinlich wieder. Ich habe 4 Racks. Ja, aber wir verlieren halt immer so 500 bis 1000 Blut, solange du dich verbindest, plus den Schlag. Vielleicht hört er irgendwann auf zu laufen, sonst können wir ja mal testen, ob der aufhört zu laufen oder nicht. Jetzt bin ich mir allerdings nicht mehr sicher, ob wir im Airfield sind. Ich glaube nicht. Also so ein Turm gab es eigentlich am Airfield und das ist ungefähr. Doch, wir sind am Airfield, ja. Sieht natürlich alles ein bisschen neuer aus, aber im Grunde, die Gebäude stehen an denselben Positionen. Also, wenn man Xenodus in Arma 2 gespielt hat, dann wird man auch hier in der Standalone immer wieder die Sachen wiedererkennen. Und Wo ich bist bin, du glaube denn? ich, schon. Ich bin weitergelaufen. Da kommt eine Straße, die führt gleich zum Airfield. Dann nehme ich eine Abkürzung, ich laufe einfach quer Ah übers Airfield. ja, ich sehe es. Ich muss den Zombie eben töten. Jo. Da unten ist ein Spieler. Mit einer Waffe. Ach, wenn wir jetzt eine ordentliche Waffe hätten. Der ist vor mir in diesem Gebäude da unten. Sind sogar zwei Spieler. Einer mit einer Nahkampfwaffe und einer, glaube ich, mit einer Schusswaffe. Wollen wir versuchen, friendly zu spielen mit denen? Und ich wirklich eine andere Wahl. Okay, komm, wir versuchen friendly. Ich laufe zu denen. Wir gucken mal, ob die friendly sind. Ist natürlich das Airfield. Die Chance ist zwar gering, aber ich gebe dann nicht auf. Wo sind die? Hier sofort unter uns in den Gebäuden, falls du mich noch siehst. Am Airfield. Am Ende des Airfields sozusagen. Ach, die Gebäude da. Hi Leute! Ich bin friendly. Hallo, friendly, friendly. Bitte nicht mich erschießen. Hallo du. Hi. Nicht erschießen, ich bin friendly. Hallo? I'm friendly. Can you talk to me? Please don't shoot. I'm friendly. Where is your mate? There is a mate. He's friendly too.
Wie kann man das? Hallo? Er läuft einfach weg. Hey, we are friendly. Ja, guck mal, einer ist auf dem Dach. Hallo, du auf dem Dach. Ich bin tot. No, don't shoot. Oh man. Ja, so endet ein Versuch, friendly zu spielen. Dabei waren wir wirklich nicht gefährlich, also. Ich kann es verstehen, wenn die geschossen hätten, wenn wir Waffen hätten oder so, aber vor allem, wenn ich mich schon ergebe, ist das immer fragwürdig. Muss man aber immer als Spieler selber entscheiden. Ich nehme es ja nicht böse. Ich habe es ja in der Mod genauso oft gemacht. In der Standalone versuche ich ein bisschen friendly-mäßiger zu spielen. Wenn es nicht klappt, wenn es mir auf den Sack geht, dann knall ich einfach alle ab. Dann töte ich die nächste Mal mit der Spitzhacke. Deswegen, Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. So. Jo Leute, danke erstmal fürs Reinschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt noch die letzte DayZ-Folge und unten den letzten DayZ Standalone-Part. Haut rein!